Herzlich willkommen zu einer neuen, wunderschönen Folge mit Space Engineers World. Und heute haben wir neues Schiff. Nennt sich HDD 072 Aureole. Also, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Auf jeden Fall, vom Äußeren sieht die schon mal richtig schön aus, eigentlich, ne? Also eigentlich sieht top aus, ne? Sieht top aus. 2,6 MB ist das Teil groß. Ja? Ich meine, ihr könnt denken, die ist größer, ne? Aber die sieht gar nicht... Ist cool, richtig, also vom Optischen sieht die richtig geil aus. Die hat natürlich ein paar Mods. Glaube ich, 8 Stück hat die hier drin, ne? Na, so ein Schildmod, ne? Armor Rams und so Sachen oder ja, die ganzen Thruster, ne? Hier an der Seite zum Beispiel. Das sind ja, glaube ich, kleine Thruster und hier daneben sind hier solche großen, das kleine, ne? Das sind große, glaube ich. Und dann wunderbar. Überfliegt mal das Schiffchen. Achso, der Ersteller, ne? Okay, jetzt habe ich es. Sehe ich es gerade nicht. Auch gut. Das ist super. Super. Kann ich nicht mal sagen, wer das Teil erstellt wird, weil die ganzen benötigten Mods auf der rechten Seite halt die Liste springen. Okay, erstmal, das Wichtige ist halt, wie gesagt, das Schiff erstmal anschauen. Und in der Beschreibung gebe ich dann einfach nochmal rein, ja, wie der Mod heißt. Der Ersteller. Ne? Sieht auf jeden Fall cool aus. Vor allem dazu sowas 3D-mäßiges, ne? Also die Objekte hier. Nice. Schön. Auch wenn man denkt, dass man hier in diesen Kanseln nicht für sich, glaube ich, gar nicht bewegen kann, weil wenn man so sieht. Oh. Bin ich jetzt so weit rangezoomt? Warum? Stück V, aber ich bin einen Kilometer entfernt erstmal. Ach gut. Ich weiß nicht. Also zur Außenansicht, ne? Irgendwie will das nicht so. Wenn ich das so sehe, ne? Und hier. Also ich von der kompletten Größe, von der Höhe des Charakters passe ich hier überhaupt nicht herein. Also das, ich meine, da ist kein Gang dazwischen, wo man irgendwie es noch machen könnte. Ne? Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Mit den Zwischenräumen auch, ne? Sehr nice. Und die Waffen, oh, sehr cool. Hallo. Das ist Doppelkanone, ne? Das sind cool. Verstehe ich immer noch nicht, warum die Entwickler nicht mal irgendwie die Waffen anders designt haben oder so, ne? Ich meine, lassen die ganze Arbeit den Mod-Entwicklern oder was? Hm? Guck, das ist jetzt zum Beispiel so eine Standardantenne. Schön. Ach, hier sieht man jetzt sogar, also hier ist der Eingang. Also einer davon. Das ist die Brücke. Auch cool. Also der Boden, ne? So nice. Und das ist hier so riesige Kanone. Das sind so einzelne. Ja, ob die überhaupt so einen Sinn machen, wenn da ein Schiff geradeaus ist, hat das vielleicht einen Sinn, aber dieses Design von Schiff, na, ist eher so gedacht für Wasser oder so, ne? Wo jetzt niemand nach oben und nach unten gehen kann. Also nur noch rechts oder nach links, je nachdem halt, ne? Ja, was haben wir denn noch? Viele Thruster auf jeden Fall, ne? Auch zur Seite hier, so richtig so eine direkte Bank, ey. Die verbindet sich sogar hier, cool. Oh, die Dinger sind cool. Hat übelst viele Waffenmods, oder? Drinne. Battle Cannon und Torts. Ah.
Wie gesagt, 8 Mods, Packs, wahrscheinlich ein bisschen grob, bisschen größer. Ne? Das Ganze. Ich hab die eigentlich relativ schnell runtergeladen. Das sieht cool aus. Das ist auf jeden Fall eine coole. Wow, cool. Ein cooles Schiff. Eine coole Map. Was haben wir hier? Sorry, sind du was da? Ja. Was haben wir da? Du hast da, du hast da. Überall du hast da und Kanonen, Kanonen, du hast da Kanonen. Und die Spitze. Ah, gut, kann ja nur durch den Mod sein, ne? Also. Typisch sieht das aus, irgendwie sieht aus so. Hast du das in jedem Moment abkrachen bei jedem Spiel, ne? Bei der Spitze so, ist gefährlich. Cool. Cooles Teil. Nice. Nice, nice, nice. Warte mal, ich wollte hier nochmal hier reingucken. Gut. Ja, ich dachte irgendwie, hier konnte man rein oder raus. Gut, der einzigste Ein-Ausgang habe ich diese beiden, jeweils links und rechts, diese Türen quasi gesehen, diese, na, aber nirgendwo anders. Ist das Schiff echt so klein, groß? Warte mal, hier drüben habe ich doch etwas gesehen vielleicht. Nee, es ist ein Thrust. Gut. Oder eine Kanone, je nachdem. Geht, dann nehmen wir mal diesen Ausgang. Wir haben ja auch keinen. Gucken wir, das hier funktioniert. Zuck. Jupp, wieder mal überall Sauerstoff. Das ist wahrscheinlich so eine Art Kommandozelle mit vielen Monitoren und so. Cool. Das ist nur so groß. Ach, hier geht es auch runter. Gut. Hier haben wir verschiedene Monitoren für die ganzen Geschützkanzeln. Wahrscheinlich müssen ja auch bewacht werden, ne, wo die auch hinschießen und so. Cool. Richtig cool. Und da oben drauf, das ist wahrscheinlich der Captain-Sitzplatz hier oben. Nice. Was? Body Location. The Body Location. Okay, was haben wir denn noch hier drin? Oh, das ist so ein internes Geschütz. Auch wieder. Und hier sind auch wieder übelst viele Kommando-Computer-Zentralen hier. Warte, ich muss es irgendwie sinnvoller machen, wenn man hier rangeht. Also Krankenstation, ein paar Computer stehen hier rum. Kann man hier hinten noch irgendwo rumgehen? Nee, ja. Nee, eigentlich nicht. Das sieht cool aus. Ist das ohne Mod? Nee, ne? Das ist Standard. Das sieht so aus, weil die irgendwie noch mit der Farbe so gut zusammenpasst. Sehr schön. Cool. Medical Room. Nice. Okay. Schauen wir doch mal hier lang. Geht's auch noch lang? Maschinenraum wahrscheinlich. Und hier könnte man. Ah, das ist schwierig, diese Computer zu erreichen. Und was ist das? Okay. Ja. Er hat das gebaut, ja. Das ist wahrscheinlich die Mod, die ist einfach nur zu groß, zu big. Das hat mit dem Problem mit diesen ganzen würfelartigen Sachen, ne? Leider. Schade eigentlich. So, hier unten. Und wo war das jetzt? Hier unten? Ja, da auch. Da geht's auch runter, ne? Aha. Okay, wir gehen erstmal hier runter, ne? Hä? Komm ich hier nicht rein? Ist das ein Glas oder was? Maschinen, Kranken.
Station noch ein bisschen. Warum kann man hier reingucken? Das ist doch total transparent. Was ist denn das für eine Verarsche? Es ist ein Fenster, ne? Boah, es ist... Hier würde ich aber nicht leben wollen. Hier kommt man nicht mal vorbei. Warte, muss aufpassen, dann komme ich hier mehr zurück. Okay, wir haben hier mehrere Räume mit... wenn das überhaupt Räume... Wenn das denn Quartiersräume darstellen sollen, ne? Weiß nicht. Zwischengang, dass man auch ja jeden beobachten kann. Oder ist es einfach nur so eine Cargo-Seite hier? Ach und ja, ich wollte auf Funz eigentlich ein anderes Spiel, Schiff zeigen, aber da hat er einfach gesagt, das Spiel nur. Das jetzige Spiel ist in einer neueren Version, wurde das erstellt, ne? Das andere Schiff quasi. Und ich habe das Spiel erst gestartet quasi, also. Und auch mal geschlossen und geguckt, ob irgendwie Update war. Nee, nix. Da dachte ich mir so, okay, da hat irgendwas nicht geklappt. Okay, hier unten haben wir so einen Krankenbereich. Und hier haben wir Schlafkojen mit Fenster wieder mal. Was ist denn das für ein... Wer hat denn das so gebaut? Man kann ja irgendwie reingehen. Ist doch da beengt. Hat hier nur diesen Schlafplatz oder was? Und wir essen hier nicht. Oder kann man irgendwie mit Trick, wenn man das zumacht, dann kann man hier lang? Nee. Okay, hier haben wir viele Kojen über Kojen. Doch so eine. Eigener Schrank hat auch jeder. Das ist alles. Okay. Ich meine, das ist so ein Kriegsschiff, ne? Wenn man die Waffen bedenkt. Das Ding ist höchstens, dass man von dort hinten nirgendwo nach oben kommt oder so. Also als Abkürzung oder so. Das ist so ein Ding, ne? Bei so einem Schiff, bei so einer Schiffsgröße. Es passiert irgendwas und alle zwingen sich diesen Gang lang und müssen hier hoch und ja, ne? Hat natürlich irgendeine gewisse Sicherheit irgendwie so. Aber was sind das hier eigentlich? Okay. Ein unsichtbares Feld. Sieht auch aus wie ein Fenster, ne? Wenn man den Rahmen so sieht hier. Das war wahrscheinlich einfach nur die Mod. Okay, wir gehen noch hier runter. Oh, hier war keine Sauerstoff. Warum ist da kein Sauerstoff? Low. Okay. Warum ist hier das low? Also hier bleibt sogar low, ne? Also nicht komplett weg, der Sauerstoff, sondern... Und hier sind einfach nur... Ah ja, das ist wie gesagt Maschinenraum. Nuklear, also das Nuklearen, die ganzen gefährlichen Dinge hier unten. Wieder mal viele Computer. Schön, sehr schön. Und natürlich die passenden hier Reaktoren noch dazu. Cool. Es hat was, es ist richtig cool irgendwie. Aber in Survival-Modus ist das, glaube ich, wie er gesagt hat, nicht wirklich gut. Weil nichts geht, wahrscheinlich irgendwie nicht so wirklich viel verbunden. Ist cool. Mit dem Glas hier, ne? Denkst du, okay. Ich meine, er hätte das zubauen können, ne? Würde das ganze Ding schwerer werden und man könnte. Ach, von dem Glas. Die ganzen Lichter sind quasi dann geschützt und so. Das ist wie so ein... Cool, coole Idee. Hier auch Energiereaktoren oder was? Ja, da braucht er so viele. Um das Ding zu bewegen oder was? Ui, 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 ui.
Aha. Pass schon mal auf, die Tür. Geht's runter zu einem sehr gefährlichen Raum. Und hier sterben wir. Vor allem dieses übelste Zoom. Dieser Strahl. Das ist wahrscheinlich der Reaktor. Ist irgendwie cool gemacht. Dieser Reaktor ist halt sehr, dass der irgendwie sicher muss. Also dass der, also wegen der Strahlung und so, ne? Deswegen die Tür dort. Cool. Ich finde das Schiff cool. Schreibt es mir in die Kommentare, wie findet ihr das Schiff? Ja. Könnt ihr auch bei ihnen dann auch in die Kommentare reinschreiben, von den Ersteller. Ich meine, ich verlinke ja wie immer. So, was haben wir hier auch da? Ein bisschen Sauerstoff. Ich verlinke ja wie immer auch die Seite von dem. Ja, von der Map und von Ersteller halt, ne? Je nachdem, ob der privat ist, wenn der sicher als privat gekennzeichnet ist, dann natürlich nicht. Natürlich den meisten nicht verlinken, also nur die Map. Hm, weil, ja. Oder? Da tue ich doch meistens. Oder doch? Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich dann einfach nur den. Mal schauen. So, wir starten mal, oder wir zeigen mal das Schiff. In voller Länge. Kann leider nicht weiter rauszoomen hier. Reinzoomen geht. Cool, wie das aussieht. Ja, nice. Yeah. Cool. Okay. Das ist ja vorne, ne? Wenn die irgendwie. Body Location. Jetzt bewegen sich die ganzen Kanonen, ne? Und wenn man die ausmacht, dann bewegen sie sich nicht. Ich weiß mal, er bewegt sich angeblich, ne? Sieht man da irgendwie was an den ganzen Triebwerken? Eigentlich nichts. Man sieht ja nichts. Komisch. Ich meine, oben auf der rechten Seite die Tempoanzeige sieht man ja, dass sie sich bewegt, ne? Blindflug. Ne, warte mal, Blindflug. Jump Drive 1. Dort drin. Drehen uns mal hier rum. Und fliegen mal in die Richtung. Wenn er denn da hinkommt. So, die zwei drücken, ne? Wie viele Kilometer will er denn hier gerade ausfliegen? Distanz 200. Das ist aber 100%, ne? Tut der raushauen. 223 Kilometer. Okay, machen wir das mal. Jetzt zeige ich euch direkt mal auch wieder neue. Wie das neue funktioniert so. Mit diesem Sprunggedöns. Zoom. Nicht sehr effektreich, ne? Aber. Ja, dann muss ich das aufladen. Ne? Aber wie gesagt, ihr habt es gesehen. Und ich muss noch ein Bildchen machen von der Taille. Weiß nicht, ob ich es so mache oder so. Muss ich vielleicht näher ranzoomen. Oder gehe ich raus halt. Ja. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen, wunderschönen Tag. Ich nehme auch heute auf, also heute jetzt auch quasi die Folge und hau die auch dann raus, dass ihr die dann gleich begutachten könnt. Und ja, deswegen wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag.
bis demnächst und bis zur nächsten Aufnahme oder so. Ne? Also, tschüss.